Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier in Anis Welt. Heute wieder mit Bernd, der sich richtig schön urgemütlich gemacht hat mit seinem Kamin in seinem Wohnzimmer. Ich grüße dich ganz herzlich, lieber Bernd. Ja, hallo, liebe Ani. Ich freue mich, heute wieder hier mit dir im Gespräch zu sein. Grüße auch alle Zuhörer, Zuschauer. Ja, und freue mich auf diesen Abend. Ja, wir haben ein bisschen lange gebraucht, um wieder ein neues Interview zu machen. Und wir hatten vorher im Vorgespräch ein wenig über die Zeitqualität gesprochen, die jetzt gerade allumfassend herrscht, und haben über unsere verschiedenen Erlebnisse gesprochen in den letzten 2 Wochen, die doch echt schon ganz schön krass waren. Wie hast du die letzten 2 Wochen erlebt? Ja, also es ist wirklich momentan, wir erleben ja eine Menge Phasen im Leben. Und wenn man so ein bisschen auf seinem Weg ist, auch spirituell oder sonst wie in Anführungsstrichen aufgeweckt unterwegs ist, dann kann man vielleicht vieles, was gerade sich so im Außen abspielt, besser handeln. Man weiß besser, damit umzugehen, weil man eine Ahnung von hat, was auf der großen Bühne im Hintergrund läuft und energetisch läuft. Und kommt eigentlich ganz gut mit klar mit einem, wenn man so ganz bei sich ist in seiner Mitte. Jetzt die letzten 2 Wochen hatten wir allerdings eine Phase, wo diese ganzen Themen im Außen kollektiv, die Angst in einer oder anderen Form, das will ich jetzt nicht bewerten oder hinstellen, die einen haben Angst vor etwas, die anderen haben vor dem anderen Angst, und es hat sich im Kollektiv eine Energie aufgebaut, die einen wirklich mitnehmen kann, selbst wenn man in sich ruht, in seiner Mitte ist und ansonsten gut geschützt ist gegen das, was von außen einströmt. Und das war die letzten 2 Wochen extrem herausfordernd, hat einen wirklich an die Grenzen gebracht. Und das habe ich von ganz vielen aus meinem Umfeld so gehört, die gesagt haben, was ist da los? Das habe ich noch nie so erlebt. Bis jetzt war ich immer ganz bei mir, egal was im Außen gerade so passiert ist. Und ja, das ist ein ganz schönes Thema gewesen jetzt zuletzt. Ja, habe ich genauso erlebt und auch viele Rückmeldungen von vielen anderen bekommen. Das Leben läuft gerade drunter und drüber. Man wird konfrontiert mit diesem neuen Thema, was uns ja seit 2 Jahren beherrscht, aber eben halt auch mit den alten Themen aus der Vergangenheit, die hochkommen, wo man selber ja persönlich betroffen ist und sich mit diesen alten Themen, wo man dachte, man hat sie schon lange erledigt, wieder auseinanderzusetzen hat. Ja, ist bei mir nicht anders. Das ist wirklich so. So die ganz eigenen persönlichen Themen kommen hoch. Und gut, bei mir ist jetzt noch ganz speziell, dass meine Mutter pflegebedürftig geworden ist, die Wohnung aufgelöst werden musste, sie hier zu uns ins Haus, in unsere Wohngemeinschaft hier geholt wurde und halt viel Betreuung braucht. Dadurch ist viel liegen geblieben. Und das sind so Sachen, da kommt gerade alles zusammen. Das Kollektiv, die eigenen Themen, dann noch familiäre Themen oder Partnerschaftsthemen, je nachdem, was gerade ist. Es ist eine Vielzahl an Themen, die sich jetzt gebündelt zeigt und uns nochmal so aufs Härteste, aufs Tiefste alle nochmal richtig prüft gerade. Ne? Ja. Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass wir damit so konfrontiert werden, dass wir auf keinen Fall diese alten Themen mit in die neue Welt nehmen. Ja, oh ja, das hast du gut gesagt, genau. Ich glaube, darum geht es. Ja, es ist irgendwie so, wir kriegen ja keine Aufgaben im Leben, die wir nicht bewältigen können. Und auch das schaffen wir. Und wenn es uns auch nochmal richtig durchschüttelt, gerade aus verschiedensten Gründen, geht alles vorbei. Und wenn wir einfach den Kopf oben behalten und unseren Weg weitergehen, unser Leben leben und wieder immer wieder in die Mitte zurückkommen, in unserem Herzen bleiben, aus dem Herzen heraus handeln, ja, dann kann uns nichts passieren. Dann sind wir geschützt und machen die nächsten nötigen Schritte. Und nach jeder Nacht kommt ein neuer Tag und nach jedem Winter ein neuer Frühling. Das hast du schön gesagt. Apropos Winter, was macht denn der Imker im Winter? Ja, also im Prinzip gibt es auch nicht wenig zu tun im Winter. Es fängt damit an, dass man
schon im Spätherbst, wenn die Bienen soweit eingewintert sind. Im Moment wird jetzt noch der eine oder andere, wer es nicht schon längst getan hat, das ist eigentlich eine Aufgabe für Anfang November oder Ende Oktober spätestens, Mäuseschutzgitter bei den Kästen anbringen oder Mäuseschutzkeile, damit keine Mäuse in die Kisten eindringen. Vielleicht noch auf dem Waldstand nochmal ein Vogelschutznetz anbringen, dass der Specht die Kästen nicht aufhackt. Das ist ein auf Außenständen auf wenig überwachten, ist das schon ein Thema, dass die Spechte manchmal da anklopfen und dadurch auch Bienenvölker dann eingehen, selbst wenn der Specht nicht ans Innere andrückt. Das ist so ein Thema. Natürlich gibt es noch viele andere Themen. So eine kleine Inventur machen, was man noch hat. Vorschau aufs kommende Bienenjahr, auf die neue Bienensaison. Kästen reparieren, reinigen, Wachs schmelzen. Das sind dann eher so die intensiveren, ungeliebten Arbeiten. Ja, und dann gibt es die schönen Arbeiten, wie zum Beispiel das Kerzengießen. Da bin ich gerade mit beschäftigt hier. Das ist hier in meiner Wohnzimmerwerkstatt. Habe ich jetzt gerade, kann man so sehen. Ja, sehr gut. Viel Lichter oder hier Stumpenkerzen, etwas modernere, sowas. Oh, die ist ja schön. Die ist wirklich schön, das ist meine Lieblingsform. Hier so ein kleiner Mini-Stumpen für den Adventskranz, den ich gerade baue. Jo, genau. Und ja, hier ist noch ein Rohbau, so sieht das aus, wenn das in die Form gegossen ist. Doch, andere Seite. Aber ich kann ja noch mal, wir können ja gleich noch mal ein kleines Video zum Kerzengießen einspielen. Ja, herzlich gerne. Und hier kommt das Video von Bernd. Jetzt, wie angekündigt, hier ein paar Bilder aus meiner Kerzenwerkstatt. Hier ist schon der Topf mit Bienenwachs schon vorbereitet. Und hier habe ich mal ein bisschen was vorbereitet. Hier meine Stumpenkerzen, zwei verschiedene Modelle. Die sind jetzt hier schon fertig. Genauso hier meine Teelichte. Da habe ich zwei verschiedene Versionen. Einmal die glatten und einmal die mit ein bisschen Relief. Wunderschön. Brennen nicht so lange wie die normalen Teelichte, die man kaufen kann. Aber dieses Aroma, was sie verströmen, das ist da die reinste Therapie. Diese Kerzen entnehme ich jetzt hier. Dann kann ich das hier so rausziehen. Und habe hier eine wunderschöne Kerze. Das ist der Dochthalter auf der anderen Seite. Das ist da immer ein bisschen mit eingewachst. Hier besonders heftig. Genau, das ist die Kerze. Hier habe ich jetzt die große Stumpenkerze, die wunderschöne. Das kann man, wenn das erkaltet ist, kann man das so schön rausziehen hier. Und gleich den Docht mit durchziehen für die nächste Kerze. Kann man dann gleich wieder festmachen und neu befüllen das Ganze. Den Docht hier unten schneidet man noch ab und den Draht hier und dann hat man eine wunderschöne Kerze. Das Ganze wird jetzt gleich neu befüllt. Da habe ich hier wieder den Dochthalter, so zwei Holzstäbchen mit Gummis zusammengefasst. Und da wird der Docht einfach eingeklemmt. Dann stelle ich das hier so auf zwei leere Teelichtgläschen und schon habe ich die Form wieder zum Befüllen. Die Teelichte sind hier so in diesen Kautschukformen hier eingefügt mit Nägeln. Die Nägel zieht man dann raus und hier gibt es so fertige Dochtplättchen. Die werden dann einfach nur dort eingeführt und schon hat man ein neues Teelicht. Ich nehme die wiederverwertbaren Glas-Teelichtformen hier. Und so hat man wundervolle Teelichter. Ich habe hier den Topf mit dem Ausgießer. Da ist das Wachs schon geschmolzen, ganz schonend und behutsam. Und nun
gieße ich das mal hier in die Form rein, bei der schönen Stumpenkerze. Und es ist noch ein bisschen Wachs da für die Teelichtform, für die kleinen. So einfach geht das mit dem Gießen. Es macht wirklich Freude, es ist ein tolles Aroma hier im Raum. Es ist einfach eine ganz fantastische Beschäftigung für den Winter. Lieber Bernd, du hast vorhin darüber gesprochen, wie du eine Beute vor dem Specht schützt. Kannst du das näher ausführen? Weil an einen Specht habe ich noch gar nicht gedacht. Die Spechte, die sind ja natürlich nicht dumm. Und wenn es im Winter so richtig kalt ist, die Bienen überwintern ja nicht einzeln so wie bei den Wespen oder Hornissen, wo die Königin oder die Hummeln die Königin überwintert und im Frühjahr neues Volk aufbaut. Die Bienen überwintern ja als Ganzes. Die ziehen sich zusammen mit, also ja, je nach Volksstärke, Ableger 15.000, 20.000, 25.000 Bienen, also ein Bruchteil von der Sommerstärke. Bleiben die in einer Traube. Und wenn es kalt wird, drücken die ganz eng zusammen und die halten in dieser Wintertraube durch Flügelschlagen, durch Vibration, halten die eine Temperatur von 25 Grad permanent. Und das bleibt dem Specht natürlich nicht verborgen, wenn es so richtig knackig kalt ist und er nichts mehr so richtig findet. Und dann steht da vielleicht am Waldstand so ein kleiner Kasten, wo es summt, wo er Vibration, Schwingungen hernimmt oder das Summen hört oder vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ich bin kein Biologe, vielleicht aber auch sogar die Wärme, die vom Kern dieses Kastens ausgeht. Zumindest locken Bienenkästen besonders an Waldstämmen oft dann Spechte an und die hacken dann ein Loch rein, holen sich Bienen raus im schlimmsten Falle. Aber selbst wenn sie das nicht tun, sondern einfach nur daran rumklopfen und die Wintertraube stören, dass die auseinanderbricht, die Bienen den Kontakt verlieren, vielleicht sogar zum Futter und aufbrausen, kann das die Bienen so weit schädigen, dass das Volk den Winter nicht überlebt, wenn er nur da eine Weile dran rumhackt. Ne? Ja, es wird ja auch Ja. kalt. Genau. Und dann, ja, und dann mache ich halt, ich habe so ein Netz, was ich dann da um den Kasten wickle, spanne. Das muss ich allerdings noch machen. Hier ist Schnee angesagt die nächsten Tage und das will ich da morgen noch erledigen gleich, dass da dann der Specht keine Chance hat, da an den Kasten direkt ranzukommen. Ja, wahrscheinlich ist dasselbe Prinzip, was die Mäuse betrifft. Ja, von den Mäusen, da habe ich ja schon eben erwähnt, da gibt es so Mäuseschutzgitter oder Mäuseschutzkeile, die so schmal sind, dass die Bienen, die Arbeitsbienen kommen da locker durch, aber eine gewöhnliche Maus kommt da nicht durch. Die bleibt außen vor. Weil ich habe das schon gehabt früher, dass ich den Mäuseschutzkeil vergessen hatte oder dass das abgefallen ist. Die Mäuse, die bauen sich dann unten im Kasten in der Ecke ein schönes Nest. Die schädigen die Bienen nicht direkt, aber durch das Gewusel der Mäuse wird halt die Wintertraube gestört und die Völker gehen dann auch oft ein durch diese Störung durch Mäuse da drin. Ja. Und die wehren sich nicht gegen die Maus. Sie Ja, in könnten der ja Wintertraube, zustechen. ja, wenn die Maus jetzt direkt rangehen würde, ich weiß es nicht, ich bin da nicht drin, ich habe auch keine Kameras installiert. Normalerweise könnten die sich wehren, aber es ist einfach, wenn die Störung da ist, dann ist es halt schwierig. Wenn da eine Ecke vom Wabenwerk zerstört ist durch das Mäusenest, das ist halb so wild, aber diese Störung an sich, wenn da irgendwas drin rumwuselt und das reicht oft schon, um die Völker dann eingehen zu lassen. Deshalb ist Mäuseschutz da ganz wichtig. Ja, ich habe letztens im Wald bei einem Dolmen wilde Waben gefunden, also leere wilde Waben. Kennst du dich auch mit den Wildbienen aus? Ich habe gelesen, es ist nur eine Sorte dort an Wildbienen, die es eigentlich gibt in Deutschland. Die ursprüngliche soll ausgestorben sein. Und diese Bienen, die Imker so haben, sind eigentlich, ja. Wie soll ich das sagen? Die Enkelkinder der Urbiene?
Mit Wildbienen kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus, da muss ich Mut zur Lücke haben. Ich weiß also natürlich ein bisschen Wissen habe ich darüber. Es gibt Wildbienenarten, die einfach Höhlen in den Erdboden graben und dann eben halt viele, die Baumlöcher, Baumritzen, Mauerritzen nehmen, die Mauerbienen zum Beispiel, sowas. Die Honigbiene selbst ist natürlich ganz anders. Also die Wildbienen sind Solitärbienen, die einzeln leben. Und die Honigbiene ist halt ein staatenbildendes Insekt. Und wilde Honigbienen gibt es sehr selten, also sind selten zu finden. Jetzt auch durch die Varroamilbe und die ganzen Umwelteinflüsse, dass eben halt die Landschaft oft ausgeräumt ist. Oder hier im Allgäu, dass ständig die Wiesen gemäht werden, dass da nichts mehr blühen kann. Haben es die verwilderten Völker oder die jetzt nicht in der Obhut eines Imkers sind, der sie betreut, haben es da recht schwer und haben meistens ja keine große Lebenserwartung im Normalfall. Oh, dann freue ich mich ja, dass ich das finden durfte. Ja, es ist schon was Besonderes, wenn man sowas findet. Ja. Ja, das ist immer so bei Dolmen, da ist immer irgendetwas Besonderes, was ich ja finde oder was ich da erlebe. Ja, ist auch ein spannendes Thema, die Dolmen, ja. Ja, es lässt einen nicht los, wenn es einem einmal gepackt hat. Ja. Ja, wie bei mir mit den Bienen. Also bei mir dreht sich auch. Also es gibt keinen Tag, wo die Bienen nicht das Thema sind oder ja, was heißt nicht das Thema? Die sind eigentlich jeden Tag sehr präsent und genau jetzt auch im Winter ist die Zeit, wo man sich dann auch noch mal ein bisschen. Ich habe ja nun schon seit 1980 Bienen und ja, bin da lange drin und trotzdem gibt es immer wieder noch neue Impulse. Ist auch die Zeit im Winter, ist halt auch die Zeit des Lesens. Und ich habe jetzt hier gerade, da muss ich mal ein bisschen Schleichwerbung machen hier, von Bernhard Heuvel, Bienen im Kopf, vom Bienenhippie zum Erwerbsimker. Also dieses Buch ist da absolut fantastisch. Also ich liebe es. Also ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber jede Seite eine Bereicherung, Bestätigung von dem, was man selbst erfahren hat oder neue Aspekte, neue Gesichtspunkte. Ja, der Winter ist für den Imker auch die Zeit des Lesens, des Weiterbildens. Ja, genau. Ja, klasse, schön. Ich freue mich auf die neuen Inhalte, die dazu beitragen, dass du uns noch sehr viel mehr Wertvolleres beibringen kannst. Ja, Dankeschön. dann nehme ich sehr viel mit. Ja, klar, und das ist halt neben dem Lesen und Kerzengießen, was so die ganz angenehmen Arbeiten sind, kommt dann halt auch noch die Kästen nochmal dann sauber zu machen, was jetzt nicht gebraucht wird, das Material. Vielleicht nochmal mit Leinöl streichen und ja, und halt gucken, was braucht man noch für die neue Bienensaison. Und da ist dann noch viel Theoretisches bei. Nochmal gucken, was man alles so braucht. Und ja, also langweilig wird es nie. Das glaube ich Man kann sofort. sehr mehr loslassen. Man kann im Winter, die sitzen dann in ihrer Traube, in ihrem Kasten, versorgen sich. Zum Frühjahr hin wird es dann wieder ein bisschen spannender, so im Januar. Jetzt ist auch so die Zeit, so Anfang Dezember, wo die Bienen dann auch mal brutfrei sind, wo dann auch noch die Restentmilbung, die sogenannte, kommt, wo man dann nochmal behandeln kann mit Oxalsäureträufeln. Verdampfen ist ja leider nicht zugelassen in Deutschland. Darfst du machen, überall in Europa, überall ist es zugelassen, nur hier in Bundesdeutschland ist es aus Anwenderschutzgründen nicht erlaubt, Oxalsäure zu verdampfen, obwohl das bienenfreundlichste ist, was wirklich den Bienen von diesen ganzen Behandlungsmethoden für die Bienen am schonendsten ist, aber ist verboten. Deshalb darf man, wenn man es legal macht, Oxalsäureträufeln Anfang Dezember nochmal, damit die Völker da wirklich einen guten Start in das neue Jahr haben, ohne die Milbe. Oxalsäure ist Ameisensäure, nicht wahr? Nee, Ameisensäure, Oxalsäure kommt ja auch in Spinat vor, in Mangold und in Rhabarber ganz viel. Ach, Ameisensäure ist tatsächlich Blausäure. in den Ameisen. Nein, Blaus. keine Blausäure, Oxalsäure. Und ja, das ist halt relativ bienenschwund. Ich habe noch nie Ameisensäure angewendet, ich werde es niemals anwenden. Ich habe es bei Nachbarimkern gesehen, wie die Bienen darunter leiden. Das hat man bei Oxalsäure nicht richtig angewandt. Also, ja, klar, man kann auch Ameisensäure schonender anwenden, aber ich bin kein Freund der reinen Ameisensäurebehandlung, wie sie immer ist. Also das
kann ich mit meinem Verständnis mit den Bienen umzugehen, nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Gut. Werde ich jetzt wahrscheinlich viel Prügel kriegen von anderen Imkern, die darauf schwören. Es ist ein sicheres Mittel, aber es ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass mal eine Königin verloren geht oder dass man reichlich Einzelteile von Bienen auf dem Kastenboden findet, ist nach einer Ameisensäurebehandlung nicht unwahrscheinlich, während das bei Oxalsäurebehandlung richtig gemacht nicht vorkommt. Ja. Nee, dann bleibt doch mal bei dem, um Bienen schon zu arbeiten, ist das wahrscheinlich am besten. Ja, man kann sich ja sowieso fragen, diese ganze Varroa-Behandlung, das ist ein Thema. Im Prinzip ist man als Imker, wenn man systemkonform und ja, legal arbeitet, ist man verpflichtet, Behandlung durchzuführen, auch schon um die Nachbarimker vor Reinvasion der Milbe zu schützen, die sachgerecht behandeln. Wünschenswert ist es natürlich, da wird dran gearbeitet, im Varroa-Toleranzzuchtprogramm und sowas, eben halt Bienen zu züchten, zu kultivieren, die mit dieser Varroa-Milbe umgehen können. Das ist ein ganz, ganz toller Weg, weil dieses ständige Behandeln, wie sollen die Bienen mit klarkommen, wenn man immer behandelt? Und der stimmige und eigentlich logische Weg ist, eine Biene zu züchten oder rauszuentwickeln aus den eigenen Bienen, die wirklich mit der Varroa klarkommt, die keine Behandlung mehr benötigt. Das ist der richtige Weg. Aber der Milbendruck ist halt so groß und ich kenne Imker, die versucht haben, ohne Behandlung durchzukommen. Und die hatten teilweise Totalverluste. Ja, und da ist echt schwierig, da seinen Weg zu finden. Ja, das ist Damit traurig. Das ist umzugehen. traurig. Du hast Ja, es mir im das ist traurig. Vorgespräch erzählt, du hattest schon jetzt zwei Bienenvölker verloren und bist auch sehr traurig Genau. darum. Genau jetzt, weil der Umzug meiner Mutter und die Pflege jetzt wirklich, also es ist ein Vollzeitjob alles im Moment. Und da sind die Bienen seit Mitte September ziemlich zu kurz gekommen. Und ich habe zu spät gemerkt, dass mir Ableger geräubert wurden von den starken Nachbarvölkern. Und die haben sie da ausgeplündert, da war nichts mehr drin. Und die konnte ich nicht mehr retten. Und eins konnte ich noch zum Beistand bringen, wo ich aber auch nicht weiß, ob es durchkommt. Das andere war da komplett ausgeräubert. Und man muss schon am Ball bleiben. Und wenn man da nicht aufpasst, die Bienen sind da gnadenlos, wenn da ein Volk schwächer ist oder so, der starke Nachbar, der nutzt das dann aus und fällt gnadenlos über die her und dann ist zum Schluss nichts mehr drin in den Kästen und die Bienen leer. Ja, Und eigentlich traurig. Das spricht aber auch für die Zeitqualität, die wir jetzt gerade hatten. ja, im Prinzip ist das alles immer ein Spiegel vom Kollektiv und allem, ne? Und was wir so mit den Bienen erleben, im Großen wie im Kleinen und die eigenen Themen. Und ja, wenn man da nicht immer vollkommen bei der Sache ist, 100%, dann passiert sowas halt. Ne? Wenn man nicht aufpasst und nicht erkennt, okay, da wird ein Volk ausgeräubert, wenn man einfach nicht die Zeit hat, bei den Bienen zu sein, dann erlebt man halt sowas, dann hat man diese Verluste. Ne? Das kann man sich gut, kann man sich dann immer an die eigene Nase fassen bei sowas. Ne? Es ist wirklich, es tut einem in der Seele weh, gerade wenn man den Völkern Namen gibt, wie ich das ja mache, und zu jedem Volk eine besondere Beziehung hat, auch zu den Menschen, nach denen man das Volk benannt hat und so, dann tut das natürlich noch mal mehr weh, als wenn man da jetzt Volk 1, Volk 2, Volk 3 hat von 30 Völkern oder so. Aber wenn man da 12 Völker hat wie ich und dann fallen zwei aus, wo man einen Bezug zu hat, das ist schon wirklich was, was einen ganz schön mitnimmt dann im Endeffekt. Aber ja, Ja, bitte. es passiert, ja, passiert immer wieder. Das passiert allen Imkern, da ist kaum einer vorgefeit und ja. Ja, Bernd, das ist alles ganz traurig mit dem Verlust der Bienenvölker. Wie machst du das, um diesen Verlust wieder zu kompensieren? Ja, es wird ja auch wieder Frühling und da gilt es dann nochmal aufzupassen, dass die Völker genug Futter haben. Es ist nicht der Winter, wo sie als Traube zusammensitzen und die viel Futter verbrauchen. Da ist der Verbrauch recht gering. Aber wenn die im Frühjahr die Brutgeschäfte wieder hochfahren, wieder mehr Brut drin ist, dann wird richtig Futter verbraucht und da darf man dann hinschauen, dass die Völker immer im Überfluss sind, dass man notfalls zufüttert. Ja, und dann kommt auch schon bald mit der Obstblüte, April, spätestens Mai, kommt die Schwarmzeit, wo dann die Vermehrung wieder losgeht, wo die vorhandenen Völker, die überwintert haben, wieder Schwärme abgeben, wo man dann auch, wenn das nicht reicht, auch mal einen Ableger nehmen kann. Ja, das ist die Zeit der Vermehrung. Und dann kommt, wenn man Bienen hat, mehr werden es von allein.
passiert ganz automatisch. Und da freue ich mich schon wieder drauf, auf den ersten Schwarm. Das ist ja was ganz Besonderes. Wir hatten das ja schon mal als Thema mit dem Schwarm, ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich freue mich auch auf das neue Schwärmen und mit dieser Hoffnung möchte ich gerne dieses Interview beenden, mit der Hoffnung auf Neues und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir beide wieder miteinander über Bienen sprechen. Dankeschön, lieber Bernd. Ja, ich danke dir auch für dieses tolle Interview, für den netten Austausch hier und die Möglichkeit, ein bisschen was aus dem Bienenleben den Menschen zu erzählen. Ja, wünsche allen, die zugeschaut haben, wundervolle Zeit, kommt gut durch diese Zeit und ja, die Dunkelheit ist der Winter, die auch die Zeit zum Ausruhen, wo wir mal ein bisschen kürzer treten dürfen, mal ein bisschen mehr Zeit für uns selbst nehmen, Ruhe halten und auf die Rückkehr des Lichts warten nach der Sonnenwende. Ist ja noch ein bisschen. Ja, in diesem Sinne.